So, liebe Jungs und Mädels, es geht wieder weiter. Und ja, wir sind wieder an der Stelle, wie ich das ja erwähnt hatte, weil ich da ja ein paar Schätze übersehen habe. Die Gegner habe ich schon alle gekillt. Müsst ihr halt nicht den Kampf nochmal sehen. Ich werde auch die Cutscene gleich auch überspringen. Wenn wir in den Weg ins. Oh, mein Gott. Ins Dorf sind. Gut, suchen wir erstmal den ersten Schatz. Der müsste hier links um die Ecke sein. Das Blöde ist jetzt sind wir sau langsam. Da sieht man das auch schon blinken. Sieht aus wie so ein Auspuff. Oder keine Ahnung, was das sein soll. Und der nächste Schatz, der soll irgendwo da sein. Wenn ich mich nicht irre, den muss man runterschießen. Bin mir aber nicht sicher. Zumindest steht das so auf meiner Liste. Ja, da oben ist er. Genau. Zack, geübter Schatzsucher. Hey. So, und der nächste Schatz, sozusagen, ich glaube, der letzte Schatz in diesem Bereich, der ist ganz hinten rechts in der Ecke. Wenn ich mich nicht irre. Oh, wir sind nur sauschnell. Ich hoffe, das geht. Ja, da hinten sieht man auch schon blinken. Oh, kannst du nicht die ganze Zeit so schnell laufen? Oh Mann, ey. Da, zack. Gut. Das waren schon mal drei Schätze, die ich übersehen habe. Ich glaube, im Dorf sind zwei oder auch noch drei Stück. Ja, die jetzt als nächstes kommen werden. Oh, das geht. Ich klettere raus oder ich verblute hier. Ja, oder erfrieren ist eher, ne? So. Verdammt, ist das kalt. Die Cutscene überspringen wir natürlich, wie ich es gesagt habe. Ich schätze, ich soll ihm folgen. Der nächste Schatz soll hier rechts um die Ecke sein. Versteht mich hier jemand? Da sieht man es auch schon. Bang. Man braucht der lange, bis er kommt. Da ist er. So, und der nächste, ich gucke schnell noch auf meine Liste, nicht, dass ich das übersehe. Wir sollen erstmal dadurch. Wie hieß er? Tenzin? Tenzin? Irgendwie so. Irgendwas mit T. Tenzin, glaube ich. So, wenn ich mich irre, ist der nächste Schatz irgendwo da oben. Was? Ich weiß es jetzt gerade nicht genau wo, aber irgendwo muss er ja hier sein. Ich kann mich jetzt nur aber. Ach, komm runter da. Ja, das war irgendwo auf der rechten Seite. Genau, grün. Daran konnte ich mich orientieren. Kann ich darüber springen? Schaffst du das? Eins von den Häusern muss doch Telefon haben. Ja, das weiß ich nur nicht. War das jetzt hier? Irgendwo hier müsste das in der Nähe sein. Hey, ich sehe das nicht. Ach, da blinkt es. Alles klar. Jetzt haben wir ihn. Eine komische Statue. Entschuldigung, guter Mann. Hey, hast du zufällig ein Handy dabei? Ja, genau. Sowas würden wir, glaube ich, kaum hier finden. Jetzt gehen wir erstmal weiter. Es sind, glaube ich, doch drei Schätze. Oder doch, es sind drei Schätze sogar. Und der ist fast am Ende. Lauf, 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 lauf. Ich sehe euch zwei aber. So, und der war hinten am Baum. Na, sehen wir schon blinken? So, hier lag der. Da. So, das waren sechs Schätze, die wir übersehen haben. Das ist also schon eine ganze Menge. Also können wir jetzt auch weitermachen. Ganz wie gehabt. Cutscene überspringen wir.
Und wir sind an diesem Kapitel, wo wir als letztes auch gehört haben. Kapitel 17, Bergsteigen. Tenso war das, glaube ich. Also wenn ich jetzt den Namen falsch sage, dann korrigiert mich sonst. Er soll uns sozusagen in die Eis... Oh Mann. Ja. Da kommen wir ja niemals rüber. Ah, pass mal auf, Nate. Der weiß das sicherlich. Was hast du da? Was? Dann viel Glück, Kumpel. Das klappt nie. Wow, du hast es geschafft. Gut. Klar, schwingen wir uns mit diesem 70 Jahre alten Seil rüber. So. Hoffentlich weißt du, wo du hingehst. Das hoffen wir doch beide. Ja, also wie gesagt, also Tenso soll uns zu einem Ort führen in der Eishöhle. Ich glaube, da, wo der halt der Opa, den wir ja getroffen haben, genau, das habe ich auch gedacht. So, aber egal, wir kommen da ja schon hin. Tenso führt uns hin. Und hier ist einmal der nächste Schatz. Geschickter Schatzsucher. Oh, jetzt so. Oh Mann. Quetsch dich mal durch, Nate. Und zur nächsten Stelle. So, das ist eine Hassstelle. Ihr seht es da hinten schon blinken. Ja, das schaffst du. Ich soll runter, oder was? Ach ja, genau. Ich soll ihn das Seil, glaube ich, kriegen. Anscheinend sind wir auf dem richtigen Weg. Aber hier ist nichts. Das kann Schäfer nicht gemeint haben. Pinedo. Ha, da lang, klar. Die Dinger beißen, weißt du? Ist so ein süßer Wolf. Wie gesagt, das ist eine Hassstelle jetzt von mir. Wir sollen nämlich jetzt mit dem Seil... Sollen wir eigentlich darüber? Aber da hinten seht ihr es ja blinken, da ist ein Schatz. Und ich hasse das, weil ich das jedes Mal verfehle. Vor allen Dingen habe ich die Logik hier noch nicht verstanden, und zwar... Wie drehe ich ihn? Ah, doch, jetzt geht's wunderbar. Okay. Und... Sprung. Oh. Mal sehen, wann ich den Schatz bekomme. Aber wie gesagt, das ist eine Hassstelle. Vor allem jetzt kriege ich es meistens immer so hingedreht, dass ich dann mit dem Rücken irgendwie schwinge. Ah, ich hab... konnte gerade Dreieck drücken. Komm schon. Zieh mich hoch. Danke. Okay, das ging diesmal gut. Ey, ich habe damals hammer viele Anläufe gebraucht. Weil, das mit dem Seilschwingen fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe es immer so hingekriegt, dass ich dann umgedreht schwinge. Das heißt, mit dem Kopf in die andere Richtung. Oh, er macht's vor, wir machen's nach. Alles klar. Wow. Und wir sterben! Da bin ich, glaube ich, zu früh oder zu spät abgesprungen. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet. Okay, und? Okay, das ging gut. Hey, was soll die Eile? Hallo? Das sind Schneeschuhe, keine Laufschuhe. Beschwer dich doch nicht, du rennst doch sonst auch immer gerne. Noch mehr Wölfe, fantastisch. Oh, nicht cool. Gar nicht cool. Hey, Show! Was hast du gefunden? Rudi Schäfer, gib mir ihm bei Tatsche. Der ist schon eine ganze Weile tot. Hey, Baba. Der Chintamani-Stein. Das muss einer von Schäfers Männern sein. Wait.
geht's, mal du Bessas. Ja, war nicht gerade cool. Dann kommen wir jetzt darüber. Wir sollen sich mit Sicherheit da drüben hin. Was ist denn hier so? Eine Leiter. Alles klar, halten. Jetzt bin ich gerade ein bisschen. Ich darf. Tenzin, los! Bisschen aufpassen, ich will nicht unbedingt noch einen Schatz verballern. Ich helfe dir hoch. Was? Ja, ja, dahin da. Ja, ich kann leider immer noch nicht. Ich zuerst was? Ja. Okay. Höchstwahrscheinlich. Und das ist so ein. Ja, Markenzeichen von Uncharted 2, und zwar der Schnee. Es ist einfach saugeil gemacht. Kommt drauf an, wie tief wir in Schnee sind. So sehen wir den, sehen wir das dann auch am. Ich weiß jetzt nicht, was ich da gemacht habe. So ein Mist. Egal wie tief wir im Schnee sind, also das wird dann klebt dann auch richtig an den Klamotten und so. Und ich versuche hier gerade hier irgendeinen Mist. Genau, darüber sollten wir. Oh gut, kann mich da fallen lassen. Gut, gut, gut. Okay, spring halb rüber. Ja, genau, den Schatz habe ich nämlich damals auch übersehen. Und zwar hier unten. Ja, ja, okay. Zack. Und jetzt sollen wir ja da hochklettern. Und jetzt darüber, oder? Ja, ist wahrscheinlich. Darüber? Sieht aber ziemlich weit weg aus. Aber Nate schafft das. Der ist so ein Sprungaffe. Darunter? Ja. Sieht gut aus. Die Musik ist auch sehr beruhigend. Wie kriege ich dich? Ach so. Komm schon, ich fang dich. Hab dich. Bitte schön. Du schuldest mir was. Also, und du schwenkst natürlich wieder das Seil. Und ich suche gerade was zu trinken. Da habe ich doch was. Du schwingst wieder als erstes? Natürlich. What the fuck? What the fuck, ja, genau. So, nochmal. Oh, doch, jetzt bin ich drin. Okay, wir sind quitt. Kette, Masse, Maie. Well, bin am Trinken. Oh, alter Mann, ist kein D-Zug. So. Und jetzt hier weiter. Verdammt, was war das? Ja. Ja, komm mal so. Das frage ich mich gerade auch. Das hörte sich ganz. Ja, eklig würde ich jetzt nicht sagen. So. Horrormäßig. Oh, lass uns nachschauen. Was ist da passiert? Und ich springe natürlich fast wieder in den Abgrund. So ein Mist. Was war das? Das? Was war das? Na, guck mal. Gib dir die Sedan. Ja, komm schon. Tenzin, wir müssen weiter. Tenzin! Also war ich doch gar nicht so verkehrt. Tenzin ist der Name. Sieht ja gut brutal aus. Die Wölfe erledigt. Nur was kann es sein? Schüsse waren es nicht. Mysteriös. Mann, ist das dunkel hier. Alles klar. Oh, habt ihr das gesehen? Ich habe mich gerade ein bisschen beim Rülpsen was war das? Erschrocken.
Das ist ja lange her, dass ich es gespielt habe. Okay, gut. Warte hier. Warte.